Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich und in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient oder Krebspatientin relevant sind. Heute mit dabei Johann Schmier. Hallo Johann. Nele. Johann, du bist ja Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie und ich möchte heute mit dir über eine spezielle Erkrankung sprechen, welche abgekürzt wird mit ITP. Und vorneweg möchte ich oder wir eines direkt sagen, da die Folge ja in unserem Podcast krebsverständlich läuft, eine ITP ist keine bösartige Erkrankung. Aber vielleicht, Johann, kannst du uns erstmal erklären, für was diese Abkürzung denn überhaupt steht. Also ITP, das nannte man früher auch Morbus Werdoff, heißt I, Immun, T, Thrombo und P, Penie. Zu gut Deutsch, durch eine Reaktion des Körpers, eine Art Entzündungsreaktion des Körpers, gegen, das heißt Immun, gegen die eigenen Thrombozyten, das sind die Blutplättchen, ein Mangel, das ist die Penie, ITP, Immunthrombopenie, Mangel an Blutplättchen durch eine Immunreaktion. Und diese Immunreaktion, kann die denn jeder Mensch bekommen? Also wie merke ich das denn, dass ich da irgendwas in meinem Körper tut oder dass ich vielleicht die ITP habe? Also, dass du die ITP hast, kannst du merken, wenn du Blutungszeichen hast, also wenn du so kleine Blutplättchen Pünktchen in der Haut hast. Das ist das häufigste Zeichen, was man hat. So Einblutung? Okay. Einblutung in der Haut. Das sind wie so kleine Flohstiche unten an den Unterschenkeln meistens oder an den Armen. Daran merkst du es. Aber die Reaktion selber im Körper spürt man überhaupt nicht. Wobei wir früher immer gedacht haben, man merkt überhaupt nichts davon. Aber zum Schluss, wenn die Zellen ganz tief sind, wenn die Blutplättchen ganz wenig sind, berichten viele Patienten, dass sie so müde, so abgeschlagen, so wenig leistungsfähig sind. Teilweise wirklich wie eine Fatigue, die ein Krebspatient hat. Und wenn ich jetzt merke, okay, oh, ich habe solche Einblutungen, soll ich dann erstmal 1-2 Wochen abwarten und mal beobachten, ob ich noch irgendwie andere Blutungszeichen habe, wie zum Beispiel im Darm oder Nasenbluten? Oder soll ich sofort zum Arzt gehen und es abklären lassen? Also da sollte man zügig zum Arzt gehen, denn diese Zeichen sind ja völlig ungenau und können alles Mögliche bedeuten. Mhm. Und natürlich ist eine Blutungsgefahr, wenn das jetzt solche Pünktchen macht, ist das erstmal ja ein Risiko, dass man zum Beispiel aus dem Darm bluten könnte, wenn es schlimmer wird. Und das wäre natürlich dann schon ein sehr ernstes Problem. Solange das nur solche Pünktchen sind und man rechtzeitig eingreift, ist das ja eine sehr, sehr gut behandelbare Krankheit. Eine Krankheit, mit der man sehr, sehr gut leben kann, mit der man auch leben muss. Wir heilen sie praktisch nie, aber wir können meistens die Krankheit sehr gut begleiten. Und wir können dafür sorgen, dass sie überhaupt nicht mehr auftritt oder dass sie im Moment nicht auftritt. Man muss halt sein Leben lang oder erstmal in die ersten Jahre immer mal wieder eine Kontrolle machen. Okay, und du hattest ja jetzt gesagt, die Erkrankung ist jetzt nicht heilbar, aber ich kann gut damit leben. Muss ich denn dann Medikamente nehmen ein Leben lang oder werde ich da einfach regelmäßig beobachtet? Gut, also wenn ich sage nicht heilbar, dann gehen wir einfach davon aus, dass sie zwar verschwindet, aber jederzeit wieder auftreten kann. Aber sie verschwindet und da muss man keine Tabletten nehmen, da muss man keine Medikamente zu sich nehmen. Da kann man wirklich sehr, sehr problemlos leben. Da hat man ganz normale Blutbild, wie wir sagen, also eine Anzahl von Blutplättchen. Wir müssen etwa die Hälfte der Patienten aber dauerhaft behandeln oder betreuen. Das können Tabletten sein, das können Infusionen sein oder man kann auch sehr gut damit leben, dass man nicht geheilt ist und dass man nicht behandelt wird, wenn die Blutplättchen vermindert sind, also zu wenige sind, aber nicht so wenig, dass es ein Problem gibt. Muss ich das so vorstellen, der Körper hat da einfach eine riesige Reserve eingebaut oder die Natur. Normal sind Werte von etwa 150 als Minimum. Ja, von 150 bis 450. So viele Blutplättchen haben wir Menschen normalerweise in pro Mikroliter, also in einer gewissen Anzahl von Blut. Und wenn man jetzt erkrankt, kann die Zahl absinken. Und wenn die absinkt auf 50, also ein Drittel des normalen, wobei normalen, so eine merkwürdige Definition ist, dann funktioniert das immer noch gut, dann passiert nichts Besonderes. Dann muss man gar nichts tun und wir haben sehr viele Patienten, die diese Werte haben und alle Jahr einmal eine Kontrolle machen. Wenn es dann unter 10 Thrombozyten oder Blutplättchen pro Mikroliter runtergeht, dann würden wir normalerweise etwas unternehmen. Aber auch das ist vom Einzelfall abhängig. Viele bluten gar nicht so sehr besonders. So muss man das beobachten. Wenn das erste Mal die Krankheit auftritt, muss man nachgucken.
behandeln wir auch meistens. Wenn die Krankheit ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal auftritt, ist es viel wichtiger, sich zu überlegen, was ist dein Ziel? Also um mir mal ein Extrembeispiel zu nennen, ich hatte einen älteren Herrn, der war 70 Jahre alt und ging immer klettern und hatte nur 10, 12, 15 Blutplättchen. Das war natürlich wahnsinnig wenig. Und ich habe gesagt, wollen Sie nicht so ein bisschen behandeln, damit Sie ein bisschen mehr haben, wenn Sie da runterfallen? Und er immer so, ach Herr Schmier, da wird schon nichts passieren. Und es ist auch nichts passiert. Er erzählte, wie er sich immer wieder die Hände aufkratzte beim Klettern im Steinbruch, aber nichts passiert. Und mit 70 Jahren fand ich super. Ja, mega. Und jetzt hast du gerade gesagt, der war 70 Jahre alt, der Mann. Ist es dann typisch für die Erkrankung, dass die jetzt eher in dem Alter auftritt oder sind da auch jüngere Menschen vom betroffen? Also am häufigsten muss man sagen, das sind die Patienten, die ich gar nicht sehe, sind Kinder. Nach einer Schnupfen, Husten, Heiserkeit, nach jeder Infektion kann das zufälligerweise auftreten. Mhm. Und das geht bei denen ganz häufig auch wieder spurlos vorbei. Die werden auch, die Kinderärzte sind da auch sehr, sehr zurückhaltend, überhaupt zu behandeln. Mhm. Wenn die Patienten älter werden, tritt die Krankheit eigentlich so in jedem Lebensalter auf. Und dann muss man beobachten und gucken erstmal, ist es überhaupt diese Immunthrombopenie? Ja, diese Immunthrombopenie kann für sich alleine auftreten. Mhm. Ja. Entschuldigung, kann das der Hausarzt dann diagnostizieren oder schickt er mich sofort weiter zu einem Hämatologen, wenn jetzt die Werte mal auffällig sind? Wenn die Werte auffällig sind, schickt der Hausarzt sofort weiter. Mhm. Weil dieses Zeichen eines niedrigen Blutplättchen kann für alles Mögliche stehen, nämlich für diese Immunthrombopenie, aber auch für andere Erkrankungen. Mhm. Und das muss man schnell und sofort abklären. Mhm. Ja, und das macht dann der Hämatologe. Oder ganz häufig kommen diese Patienten in die Notambulanzen von Kliniken. Und da ist es dann wichtig, dass ein Hämatologe früh eingreift und auch beruhigend wirkt. Weil für einen normalen Arzt, möchte ich mal sagen, der damit keine Erfahrung hat, sieht das manchmal sehr erschreckend aus. Und die machen sich dann sehr, sehr große Sorgen. Und das führt dann manchmal zu einer Verängstigung, die ein Leben lang für den Betroffenen anhält, die gar nicht nötig ist. Das ist wirklich gut problemlos handelbar. Ich stelle mir das jetzt ein bisschen schwierig vor, weil ja gerade viele ältere Menschen auch Blutverdünner nehmen und die ja auch eben ganz, ganz oft zu solchen Einblutungen in der Haut mal neigen oder auch eben gleich stärker bluten, wenn sie sich mal irgendwie kratzen, schneiden oder auch mal eher Zahnfleischbluten haben. Ja, die müssen ja damit nicht gleich zum Arzt gehen. Mhm. Also es ist ja so, Bluten alleine ist jetzt erstmal nur ein Zeichen für die Blutgerinnung ist nicht normal oder ist erstmal eine Verletzung. Wenn es ein ungewöhnliches Bluten ist, dann ist es vielleicht für eine schlechte Blutgerinnung. Wenn ich aber Blutgerinnungshemmer nehme, dann muss ich das nicht im Moment weiter angucken, sondern dann lebe ich damit und dann ist das halt so. Mhm. Und nur wenn ich keine Blutgerinnung nehme, keine Erklärung habe und habe trotzdem ein ungewöhnliches Bluten, dann ist das weiter ab, muss man nochmal nachgucken. Aber man muss ja auch sagen, diese Blutungszeichen von dieser ITP, also von einem Thrombozyten, einem Blutplättchenmangel, sind ja typischerweise diese Pünktchen in die Haut, diese roten kleinen Mikroeinblutungen wie Flohstiche, wie ich vorhin sagte. Mhm. Während die Blutungen von Gerinnungshemmern sind ja meistens blaue Flecken, sind langes Bluten, wenn jemand sich schneidet, sind Zahnfleischbluten. Das wiederum ist ja eher untypisch für diesen Blutplättchenmangel. Und die Logik ist sozusagen, jemand blutet ungewöhnlich, ich muss gucken, warum er blutet, mir fallen Blutplättchenmangel auf und dann geht es schnell ins Krankenhaus. Also nicht ins Krankenhaus, sondern zu einem Hämatologen, jemandem, der das weiter abklärt. Das heißt, wenn ich es jetzt lange, lange ignorieren würde, könnte es für mich sehr gefährlich werden. Es könnte, wenn du es lange ignorierst, könnte es ein Problem geben, wenn du dann stärker blutest. Aber es wird die Krankheit nicht schlimmer machen. Ja, das Problem ist einfach nur, blutest du oder blutest du nicht. Und kriegt man dann manchmal auch Thrombozyten infundiert? Nein. Okay. Also nein ist jetzt falsch. Nein gibt es in der Medizin nie. Aber diese das ist ja eine Reaktion des Körpers gegen diese Blutplättchen, das ist ja eine Entzündungsreaktion. Das heißt, die würden auch wieder zerstört werden. Die würden nicht nur zerstört werden, die würden das Ganze schlimmer machen. Es ist so ein Anheizen. Blutplättchen geben wir nur im äußersten Notfall, wenn jemand ins Hirn, ins Auge, in den Darm blutet und wir das sonst nicht gestoppt kriegen. Mhm. Aber erstmal versuchen wir alles andere. Alles andere ist zum Beispiel Cortison? Also wenn jemand jetzt kommt und
der hat die Sorge, der hat diese Blutplättchenmangel, diese Immunthrombopenie, dann würde ich dem als erstes Cortison geben. Mhm. Und das hilft meistens sehr gut, sehr schnell, innerhalb von 1-2 Tagen. Ach, okay. Da gibt es 2 verschiedene Arten von Cortison, wie man sie gibt. Ich persönlich gebe gerne die Methode, wo man für 4 Tage sehr hoch dosiert gibt und dann nicht mehr. Man kann auch noch andere Medikamente geben, die innerhalb von wenigen Stunden da helfen können. Mhm. Ja, also das ist das, was wir als erstes machen, wenn jetzt jemand kommt. Also jetzt käme jemand in die Notambulanz und hat Zahnfleischbluten, hat Blutpünktchen in den Beinen. Man guckt im Blutbild nach und man stellt fest, er hat so wenig Blutplättchen und wir gehen davon aus, es ist eine Immunthrombopenie. Dann kriegt er Cortison, wenn er stark blutet, Nasenbluten, Zahnfleischbluten noch mehr hat, dann würde man ihm auch noch andere Medikamente zugeben. Das in diesem Fall Immunglobuline heißen die. Mhm. Das sind von gesunden Spendern Eiweißkörper. Okay, also auch Produkte von Menschen für Menschen. Ja. So okay. Wie eine Blutspende. Ja, aus einer Blutspende werden die gewonnen. Okay. Und ist es denn wichtig, dass ich irgendwie so einen Ausweis oder sowas bei mir habe, dass ich eben diese Erkrankung habe, dass wenn mir mal irgendwas passieren würde, dass die Ärzte oder die Ärztinnen in der Klinik das dann wissen? Es gibt natürlich das Konzept mit den Ausweisen. Mhm. Man kann auch sagen, nehmen Sie Ihren letzten Arztbrief mit sich mit. Sie oder ein Angehöriger, der noch reden kann, muss einfach diese Worte stammeln können, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Es würde auch völlig lang, wenn man sagt, der hatte irgendwas mit dem Blutplättchen, dann werden die meisten schon irgendwie nachgucken. Also die Diagnose an sich erläutert ja noch gar nichts, sondern da wird dann jeder nochmal nachgucken. Und das ist ja nur in seltenen Notfällen wirklich eine relevante Frage. Und also wieso? Das ist ja eine Krankheit, die eigentlich meistens unbeeinflusst lässt. Hast du auch vorhin gesagt, dass man als Symptom so ein bisschen Müdigkeit und Abgeschlagenheit haben kann, was ja auch im Winter sehr, sehr viele Menschen haben. Wieso? Ja, aber so rum wird es praktisch nie entdeckt. Okay. Also es kann, ist nicht erst die Müdigkeit. Nee, alles gut. Es kommt nicht erst zu dieser Müdigkeit und dann dieser Einblutung, dass man sagt. Nein. Und wieso hat man diese Müdigkeit? Das ist eine ganz große Frage, das wissen wir nicht. Das hat man auch früher nie ernst genommen. Es gibt auch eine Menge Leute, die sagen, ach was, das kann gar nicht sein. Mhm. Aber das ist eine Erfahrung, die je länger man diese Krankheit behandelt, ich wirklich Patienten habe, die kommen zu mir rein, dann machen wir uns einen Spaß und ich sage, wie hoch sind die Werte heute? Mhm. Und da habe ich einen Patienten, der kann mir ganz klar sagen, also heute ist es unter 30, so wie ich mich fühle. Ach, was? Und dann kommt er rein und sagt, mir geht's bombengut, ich habe normale Werte. Und tatsächlich ist es mir inzwischen gelungen, ihm durch eine etwas unkonventionelle Therapie normale Werte zu machen. Und gibt es die Möglichkeit für solche Patienten oder Patientinnen, diesen Wert zu Hause zu bestimmen? Dass man sagt, okay, ich will jetzt Skifahren gehen, ich check mal, wie die Thrombozyten sind. Nee. Also weiß ich nicht, ob es das gibt. Wahrscheinlich gibt es inzwischen kleine Geräte, mit denen man Blutplättchen messen kann. Finde ich nicht gut. Okay. Das ist nämlich genau der falsche Weg im Umgang für den Patienten, dass man sagt, fixieren Sie sich auf Ihren Wert. Der Wert ist alles. Mhm. Nein, der Wert ist nichts. Mhm. Lebensqualität, Blutungszeichen, das ist alles. Mhm. Und wenn derjenige keine Blutungszeichen hat, dann kann der problemlos Skifahren gehen. Mhm. Ja. Und wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er Blutungszeichen hat, dann soll er zum Arzt gehen. Mhm. Aber so zu Hause rumjonglieren, denn was könnte er zu Hause machen? Irgendwelche Tabletten mehr nehmen oder sonst was, aber da wäre ja kein Konzept dahinter. Mhm. Und es wäre so eine Angstmacherei, gucken Sie auf Ihren Wert, Ihr Wert sagt Ihnen, wie Ihr Leben ist. Mhm. Nein, mein Leben ist unabhängig von Werten. Und nochmal kurz zu dieser Blutabnahme jetzt an sich. Ist das denn der einzige Weg, wie ich sowas fest diagnostizieren kann und sagen, okay, das ist definitiv jetzt eine ITP oder muss man da noch einen Ultraschall machen? Oder? Also wenn die Leute das erste Mal kommen, mhm. dann machen wir tatsächlich nur eine Blutentnahme mit ein paar mehr Werten als normal. Mhm. Und wenn die so sind, wie wir erwarten, dann gilt das als Immunthrombopenie. Und werden denn oft irgendwelche Fehldiagnosen, die ähnliche Symptome haben, gestellt? Also kann das passieren? Nein. Okay, also ist eindeutig. Nein, eindeutig ist es nicht. Aber es ist so, da ist auch der Weg, der Behandlungsweg häufig ziemlich ähnlich. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und alles ist so, wie es für eine Immunthrombopenie sein sollte, dann kriegt er Cortison. Wenn dann die Blutplättchen ansteigen, dann hat er höchstwahrscheinlich eine ITP. Mhm. Wenn das dann schnell wiederkommt, wenn das nicht gut zu behandeln ist, dann graben wir ein bisschen tiefer. Weil manchmal diese Immunthrombopenie nicht für sich steht, sondern Ausdruck einer anderen Krankheit ist. Mhm. Und dann suchen wir nach dieser anderen Krankheit.
Okay. Aber der erste Schritt wäre, auch wenn es eine andere Krankheit gewesen wäre, tatsächlich das Cortison gewesen. Insofern ist das immer ein richtiger Schritt und immer richtig zu machen. Und es muss natürlich alles stimmen. Also wenn jemand jetzt kommt und hat niedrige Blutplättchen und hat niedrige weiße Blutkörperchen, dann kann ich nicht sagen, das ist eine Immunthrombopenie. Mhm. Ja, also man muss, den ersten Blick muss richtig sein. Oder zum Beispiel typisch wäre, also jetzt heutzutage natürlich zum Glück immer seltener, dass man auch einen HIV-Test macht. Ja, weil natürlich kann das auch Ausdruck, eine Thrombenblättchenmangel, kann auch Ausdruck von einer HIV-Infektion sein. Mhm. Das muss man halt einmal geguckt haben. Mhm. Und klar, wenn ich das beim ersten Mal übersehen hätte, dann wäre das, müsste man halt beim zweiten Mal hingucken. Ja. Und einen HIV-Test so kann mein Arzt nur mit Zustimmung machen, oder? Ist kein Wert, der mal so mitbestimmt wird und man weiß davon nichts. Genau, also da sollte, also es ist ja wie alles in der Medizin, ist ja jeder Eingriff eine Körperverletzung und ich darf nur Blut abnehmen und die Blutwerte nur bestimmen, wenn ich vorher gefragt habe. Okay. Also gerade bei, und HIV fragt man immer explizit nach. Ja, ja. Aber es gibt meistens wollen ja auch, es gibt manchmal auch Praxen, die eine Unterschrift wollen. Wichtig ist, dass man nachgefragt hat. Ja, okay. Dann waren das jetzt schon wieder einige Infos und ich bin um einiges schlauer zu diesem Thema und ich hoffe auch, dass wir einigen Betroffenen mit dieser Folge helfen konnten. Vielen, vielen Dank an dich, Johann. Gerne. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir einen schönen Tag. Tschüss.